Hier ist ja der Ort, wo ich meine erste Schulplatzmiete, heißt das eigentlich noch Schulplatz, es heißt vielleicht noch Schulplatzmiete, gehabt habe. Und hier war mein erster Theaterkontakt. Ich hatte beide, wir waren ja dann in beiden Häusern, Schauspiel und Oper. Und ich war sofort hooked. Ich bin ein richtiges Theater-Nerd-Kind gewesen. Ich fand das sofort super. Ich habe hier meinen ersten Ibsen gesehen, meinen ersten Tschechow, meinen ersten Shakespeare und habe mich auch sofort in einen Schauspieler verliebt, der auf der Bühne stand, wie man das so mit 16, 17 machen muss und dachte, ach, wenn der wieder mitspielt, dann freue ich mich. Und das war mein gesamter erster Theaterkontakt und auch meine ganze Sozialisation mit dem Theater ist über dieses Haus passiert. Na, die Opernaufführung, die natürlich für mich die irre Aufführung ist, ist La Bohème, weil da wurde ich ja wirklich, da durfte ich ja schon auf die Bühne. Ich war in der Ballettschule hier und dann wurde da drei von uns gesucht, die im zweiten Akt da ein kleines Commedia dell'arte Ballett aufführten. Und ich, ein anderer Junge, ein anderes Mädchen zu dritt wurden ausgewählt. Und dann sind wir hier aus der Versenkung gesprungen im zweiten Akt für 15 Sekunden. Und das war die ganze Magie des Musiktheaters natürlich. Also gerade so als Statist oder Kleindarsteller oder sowas, das ist ja auch so, du kommst dann irgendwie, du hast dein Ding geprobt, aber dann kommst du auf diese erste Probe, wo dann alles da ist. Und die Kostüme und das Orchester und die Sänger. Und da, wer dann nicht süchtig wird, der ist ja kein Mensch. In New York habe ich alles, das ist ja meine ganze kulturelle Sozialisation dann weitergegangen nach La Bohème. Da habe ich alles geguckt. Ich habe auch sehr schlechte Musicals am Broadway gesehen. Der Broadway hat trotz der Kommerzialität immer Möglichkeiten, dass auch Leute ohne Geld da reinkommen. Und da habe ich natürlich nur Höchstleistungen gesehen, also von den Darstellern her, dass, da siehst du halt Leute, das ist wirklich unfassbar. Die Bühnenkonzepte sind oft gar nicht so spannend. Da kann Deutschland, muss sich nicht verstecken. Und ich finde auch, dass das Stadttheater zurzeit eigentlich und das Staatstheater die interessanteren Musical-Projekte macht, weil der Commercial-Sektor in Deutschland sehr festgefahren ist. Die ganzen Stage und andere Häuser, die sind sehr in diesem ewigen Cats-Mythos von wir spielen das ein Jahr und achtmal die Woche und so. Das muss ja alles gar nicht sein, finde ich. Und das Staatstheater hat natürlich die Ressourcen, das schlauer, besser, gezielter zu machen. Und die interessanteren Stücke, auch jetzt die englischen Stücke, die werden alle ja nicht von den großen Commercials gemacht. Also wenn hier jemand dir Evan Hansen macht oder auch Book of Mormon, wird es ja vom Staatstheater kommen. Und da freue ich mich, dass diese E- und U-Welle da wanken und langsam fallen. Und das Musical auch nicht nur als das angesehen wird, ja, mach die Bude voll, wir machen wieder My Fair Lady und Cabaret. Ach, das gibt's doch jetzt. Hallo! Was ich anhabe? Kittel, Gesundheitsschuhe, Stützstrümpfe. Was haben Sie denn an? Erstmal ist das Beste, eines der Besten, weil das Tolle ist, wir haben jetzt so viel immer politische Botschaft auch auf der Bühne, gerade im Sprechtheater, sehr upfront. Und was Hairspray so toll macht, ist, dass es die schwersten und größten politischen Botschaften von Rassismus, von Bodyshaming nimmt und die so in eine leichte Komödie reinstreut, dass wirklich auch der konservativste Mensch wahrscheinlich die ersten 20, 30 Minuten denkt, da ist es bunt, die haben lustige Haare aus, die Musik ist catchy. Und wie dann die Message rangebracht wird, da bin ich halt auch sehr den Amerikanern sehr dankbar. Wenn du dasselbe schon im ersten Akt mit dem Schild in der Hand brechtisch machen würdest, würdest du bestimmte Publikumsschichten nie erreichen. Und diese Show erreicht alle über die Gags und die Buntheit und so. Und dann landen die im zweiten Akt bei der Ballade. Und wer dann nicht Antirassist wird, der ist kein Mensch. Ne? Und das ist das Tolle an Hairspray. Die besten Themen in der leichtesten Verpackung. Mit dem natürlich, was mir noch wichtig ist, mit diesem Trash und Camp Teil von John Waters. Das ist ja natürlich auch als schwuler Mann, das ist natürlich mein Idol.
wie der auch noch einfach über die Stränge schlägt, wenn er Bock hat und sich auch nicht jetzt auf keinen Fall nicht nur ins Polittheater begibt, aber auch nicht jetzt in das amerikanische Broadway-Style, was rein geschmacklich safe ist, damit die letzte Texanerin mit der Plastiktüte da immer noch glücklich ist. Ich hatte heillosen Respekt und richtig Muffensausen. Ich habe mich lange nicht mehr so aus meiner Komfortzone rausbewegt eigentlich, ne? Weil moderieren, also ne, wenn wir jetzt sagen, mach mir die Gala-Moderation, das huste ich dir weg. Aber das war wirklich eine Herausforderung. Und mit all den Leuten, die es gelernt haben, die halt wirklich da auf dem Kopf sich drehen und irgendwie eine Note bellten, wo ich sage, ne? Und Tracy, also wo ich sage, die trägt die ganze Show auf den Rücken. Und ich habe da so viel, ich musste aufpassen, dass mein Respekt mir nicht in den Weg kommt vor meiner Rampensau. Und so langsam habe ich jetzt gemerkt, nach der letzten Vorstellung kommt die Rampensau ran. Jetzt weiß ich auch ungefähr, was ich da mache. Und da gucken wir mal, wo wir da im Mai, Juni noch mitlanden werden. Also es schließen sich hier so viele Kreise, da muss man auch ab und zu danach mal eintrinken.